Ich begrüße Sie zum Wochenrückblick. Mit Ipek Oksgardevska aus der London Capital Group werde ich heute über die wichtigsten Ereignisse aus der vergangenen Woche sprechen. Die Zentralbank von Japan hat sich zu Wochenbeginn entschieden, dessen Geldpolitik nicht zu verändern, und das trotz einer technischen Rezession. Die Zentralbank ist sich sicher, dass die Landeswirtschaft sich bald wieder aufrichten wird. Hat dieser Optimismus Bestand? Diese Einstellung ist wirklich sehr optimistisch, denn die chinesische Verlangsamung hat Japan stark negativ beeinflusst. Der Exportumfang Chinas hat sich um 3,6% verringert. Die gesunkenen Energie- und Ressourcenpreise behindern das Erreichen des Inflationszieles von 2%. Im Hintergrund des wirtschaftlichen Zustandes einiger asiatischer Wirtschaften glaube ich nicht, dass die japanischen Daten sich hier groß positiv unterscheiden werden. Für die japanische Zentralbank sollte das ein Grund zum Nachdenken werden. Die Bank hat bereits eingesehen, dass die Zeiten hart sind und dass noch härtere Zeiten auf das Land zukommen. Momentan gibt es keine eindeutigen Gründe, die eine Ausdehnung des Stimulationspaketes fordern. Jede nicht ordinäre Entscheidung verringert die Flexibilität, die in der Zukunft so wichtig sein könnte. Die japanischen Staatsanleihen werden immer uninteressanter. Solide Unternehmen, solche wie die GPIF zum Beispiel, greifen eher zu Aktien als zu Staatsanleihen. Und diese Tendenz kann man auch bei den restlichen Fonds beobachten. Die Zentralbank hat die Möglichkeit, Staatsanleihen zu kaufen. Das wird aber nicht ununterbrochen so weiterlaufen können. Niemand weiß, wie lange dieser Obligationeneinkauf erforderlich sein wird. Somit ist die Zurückhaltung der Zentralbank nicht verwunderlich. Heute Morgen hatte Mario Draghi veröffentlicht, dass die Europäische Zentralbank alles unternehmen wird, damit die Inflation das Ziel von 2% erreicht. Wird man dazu das QE erweitern müssen? Heute schätzt man dieses Programm bereits auf 1,1 Trillionen Euro ein. Mario Draghi hat bereits gesagt, dass er alles unternehmen wird, damit die Inflation so schnell wie möglich das Ziel von 2% erreicht. Und das bedeutet, dass die Europäische Zentralbank sowohl den Umfang des QEs als auch die Dauer erweitern wird. Die Wahrscheinlichkeit eines noch geringeren Depositsatzes wird dabei immer größer. Über mehr Informationen verfügen wir zurzeit nicht. Diese Aussage ähnelt einem vorzeitigen Weihnachtsgeschenk. Jeder wird seine Schlüsse daraus ziehen. Wie genau dieses neue Paket aussehen wird, weiß niemand. Welches Ereignis wird die Märkte langfristig am stärksten beeinflussen? Das wichtigste Ereignis ist natürlich die milde US-Leitzinserhöhung gewesen. Das ist ein neuer Zeitabschnitt inmitten einer sich stark unterscheidenden Geldpolitik solider Zentralbanken. Während der vergangenen Woche hat die Erwartung bezüglich einer Fed-Erhöhung dessen ehemalige Bedeutung verloren. Heute ist klar, dass die erste Erhöhung bereits im Dezember passieren wird. Die Märkte scheinen darauf vorbereitet zu sein. Niemand rechnet mit kardinalen Veränderungen. Alle wissen, dass die Erhöhung sehr langsam und schrittweise passieren wird. Diese Tatsache könnte die Marktpositionen beeinflussen. Eine sanfte US-Erhöhung unterscheidet sich somit kaum von der sanften Geldpolitik anderer Zentralbanken. Im Jahr 2016 werden wir die Art, wie wir die Geldpolitik wahrnehmen, verändern müssen. Bald werden wir sehen, inwiefern die Einstellung der Fed-Vertreter die Marktteilnehmer beeinflusst hat. Diese Tendenz wird man auf langfristiger Basis untersuchen müssen. Die aktuelle Marktpositionierung unterscheidet sich bereits jetzt von der aus der vergangenen Woche. Der US-Dollar hat auf dieses Ereignis uneindeutig reagiert. In der Zukunft wird sich der Greenback stabilisieren. In der Zukunft wird das Tempo der Leitzinserhöhung wichtig sein und nicht die Erhöhung selbst. Drastically changed with this new idea of watching the path of the monetary policies rather than the single actions to come. Liebe Zuschauer, das war's für heute. Bleiben Sie dran, denn das Dukas Kopi TV Team hat für Sie noch eine Menge weiterer interessanter Interviews vorbereitet. Bis bald.